Und das Tollste ist dann, wenn ihr dann so in die 11., 12. Klasse kommt, in die 13. eventuell noch, und dann im Deutschunterricht dann lernt Jugendsprache und dann halt wirklich komplett trocken das dann durchnehmen müsst, wie das, wieso sich diese Sprachkategorien bilden und ja, warum. Ja, man fühlt sich selber noch als ziemlich jugendlich und dann muss man einem Lehrer erklären in hochphilosophischen Dichtkunst, wieso es doch Jugendsprache gibt. Und man soll sich natürlich artikulieren und dann, wenn man dann Beispiele anbringen soll, ja, dann man versucht ja, sich mit dem Lehrer auf einer höheren Ebene zu artikulieren. Dann kommt man dann auf einmal so in die Bredouille, wo man dann sagt, ja, die Jugendsprache beispielsweise, cool, super geil, toll. Affentittengeil, ja, das sind Wörter, Swag oder YOLO, ja, das ist dann halt ein sehr ekliges Gefühl. So hatte ich es zumindest, es hat sich ein bisschen eklig angefühlt. What? Das war echt knapp hier. Aber ihr werdet das selber noch miterleben, wenn ihr dann mit euren Lehrern über die Jugendsprache sprechen dürft. Boah, das war echt so ein unangenehmes Thema. Also nicht, weil jetzt irgendwie peinlich oder sonst was war. Nee, das war einfach nur echt unangenehm. Du sollst dich da mit irgendeinem Erwachsenen artikulieren, von wegen, ja, hier. Ja, dann hier Rezipientenkreis und so. Wieso macht man das? Ja, es ist eine psychische und so. Und dann befindet man sich dann eh wieder im gleichen Atemzug wie in der Jugendsprache, indem man dann die Beispiele anbringen musste. Also ich fand es unangenehm, aber nun gut. Ich habe mich da vielleicht ein bisschen krümelkackrig gehabt. Es war jetzt wirklich nicht... ja. Okay, es kann vielleicht auch damit zusammenhängen, von wegen, weil unsere Lehrerin eben kleinen, sagen wir mal so, wir bringen jetzt mal einfach mal die Metapher an, sie hatte nicht alle Latten am Zaun, ja, also, und man konnte bei ihr auch Falsches sagen, ja, also, was, sie war auch sehr nachtragend, deswegen war das halt sehr unangenehm mit ihr dann halt irgendwo, nicht, dass sie sich da irgendwo auf den Schlips getreten fühlt, wenn man da irgendwo ein Wort wie YOLO oder Babo, ich bin der Babo oder sowas sagt, ja, das war halt echt unangenehm. Nun gut, so viel aus meiner Schulzeit wieder mal, ja, ich komme irgendwie immer auf diese Schule wieder zu sprechen, das ist, ja, das fehlt mir irgendwie, ja. Ich als alter Sack hier, der jetzt nicht mehr in die Schule muss, der nur noch zu Hause sitzt und zockt und hin und wieder mal arbeiten geht. Ja, ja. Aber ich muss sagen, das war echt eine geile Zeit. Auch wenn ihr es wahrscheinlich anders seht. Ah, die Schule war scheiße. Schule war ja auch. Zum Teil war sie kackes, aber zum anderen Teil, so zurückblickend, war sie eigentlich gar nicht so verkehrt. Man hatte halt früh Feierabend, ne? Man hatte wenig Stress, ja, weil jetzt könnten natürlich einige sagen, ja, Hausaufgaben sind wenig Stress. Ey, Freunde, macht ihr Hausaufgaben? Ach ja, geil. Und wenn, dann hat man so im Unterricht erledigt, in irgendeinem anderen Fach wie Kunst oder so, wo es eh kein Arsch interessiert hat, wo es dann wieder hieß, ja, die Romantik ist eine Kunstepoche gewesen, dem Jahrhundert von... Ja, geil. War natürlich auch alles sehr schön. So. Zum Glück sind die Kunstlehrer bei uns auch gewechselt worden, wie... also... Die wohnen bei uns so gewechselt wie bei manchen Leuten, ja, Unterwäsche. Alle 2 Jahre einfach mal oder jedes Jahr einmal. Oder sogar jedes halbe Jahr. Jedes halbe Jahr war das sogar. Und das war halt ziemlich interessant, weil die Kunstlehrer haben sich auch sehr in sehr unterschieden. Ja? Also der eine, der wollte immer, dass wir nur Bilder malen, der andere wollte da komplett erstmal Kunst vermitteln, ja, also
dass man Kunstverständnis entwickelt. Ja, dann mussten wir bei dem anderen basteln. Ja, das war auch sehr interessant. Und ähnlich hat sich es mit Musiklehrern vertragen, ja. Wenn du da mal im Unterricht kurz gepischbart hattest, das ist halt sehr schön, wenn du, wenn du eine relativ dumpfe Stimme hast, alle sehr helle Stimmen haben, dann ist natürlich klar, wenn du da mal mit einem Banknachbarn da kurz mal etwas Privates abklären möchtest, ne, dass dann die Musiklehrerin dann sofort weiß, wer gepischbart hat. Und dann musste man natürlich Musikbuch Seite 312 aufschlagen und dann einfach mal von Johann Sebastian Bach einfach mal die Biografie abschreiben, 3 Seiten, ja, in Schriftgröße 6 Arial, ja. War es abgedruckt. 3 Seiten. Zur Strafe. Wo ich mich dann so gefragt habe, wie soll ich dann dem Unterricht folgen, gute Frau? Ja? Aber nun gut, das ist halt Logik von Lehrern. Und das ist halt sowas, diesen Gestaltungsmissbrauch hätte ich dann natürlich auch genossen, wenn ich in den Genuss gekommen wäre, eines Lehrers zu sein. Ja? Da hätte ich das auch erstmal so eiskalt ausgenutzt. Einfach mal so, wie heißt es, wie sagt man das mal bei Polizisten? Amtsmissbrauch, ja? Einfach mal mit Amtsmissbrauch hier irgendwelche Willkür, ja? Gesetzeswillkür durchbringen. Oder hier, wer kennt sie nicht? Die Superlehrer, die einfach mal die Schüler mit Kreide bewerfen, ja? Von wegen, ab an die Tafel! Oder wir machen jetzt mal eine spontane Kurzkontrolle, eine mündliche Kurzkontrolle. Jetzt suchen wir mal nach einem Freiwilligen, ja? Oh, so viele Freiwillige. Ja, das ist natürlich immer sehr schön. Das habe ich auch sehr genossen, erst recht in Geografie. Weil ihr wisst ja selbst, was ich für ein Geografie-Junkie bin. Ich habe mich ja auch schon geoutet. Also, ich bin ja genauso geografisch veranlagt. Ich weiß zwar, wo Osten und Westen ist und wo ich hinwandern müsste, um nach Frankreich zu marschieren oder nach Polen oder nach Österreich. Ich wüsste zwar die Himmelsrichtung und wie ich mich orientieren kann, aber fragt mich um Gottes Willen nicht, wo welcher Fluss liegt und was das für ein Fluss ist und ob man aus dem trinken kann oder sonst ein Scheiß und ob das eine Halbinsel ist und was irgendwelche komischen Wolken Konstrukte bedeuten und so weiter und so fort. Also das wollte alles unser Geografielehrer wissen und da dachte ich echt, was will der denn? Ja? Ist natürlich klar, dass das zur Grundbildung gehört, dass man weiß, dass die Zugspitze der höchste Berg in Deutschland ist. Ja? Und das Himalaya-Gebirge das größte, beziehungsweise das höchste, nicht das größte, sondern das höchste im gesamten, ja, auf der gesamten Welt mit dem Mount Everest, ja, das ist klar. Sowas gehört mit dazu, aber ernsthaft. Das interessiert mich echt wie die letzte Wasserstandsmeldung, wirklich. Das ist. Und dann war es halt einfach nur so ergötzend, wenn dann irgendjemand anderes an der Tafel stand, ja. Weil das war auch so inner, da musste man dann immer aufstehen, ja. Das war halt, Disziplin war bei ihm an der Tagesordnung, das war auch noch so inner vom alten Eisen, da musste man dann halt immer aufstehen und sagen, guten Morgen, Herr Lehrer, ja, alle geschlossen natürlich, ja, so, wo ich mich dann immer so ein bisschen wie im Gospelchor gefühlt habe, ja, wo dann der Klassensprecher so, 3, 2, 1, und dann, ja, da mussten alle gleichzeitig, das war für ihn wichtig, ja. Und man musste halt wirklich gerade stehen, sonst, ja, sonst gab es eins auf der Decke und man war dann schon der Nächste bei der mündlichen Kontrolle dran. Ja. Und natürlich gab es dann auch so eine Rebellen, so eine, ja, welche dann gesagt haben, ja, ich stehe für den alten Sack nicht auf und so. Und das war halt sehr vorteilhaft, dann musste man sofort, man braucht nicht lernen. Ach ja. Ach, das ist doch halt alles Gestaltungsmissbrauch und somit solltet ihr noch die Möglichkeit haben, in den Lehrerstatus zu gelangen, da wert es. Werdet es. Okay, wer möchte in der heutigen Zeit noch Lehrer werden? Das ist. Ihr wisst ja selbst, wie schlimm ihr schon seid, ja? Und die Generation nach euch werden ja dann noch schlimmer. Ich weiß ja selbst, wie schlimm wir waren, ja? Also somit. Obwohl, wir waren gar nicht schlimm. Nö, also es gab Schlimmere bei uns.
Erst recht vor uns war so eine, also vor unserer, vor unserem Stufenjahr war da auf immer so eine richtig arge Skinhead-Klasse. Also das waren, da waren, sagen wir, also die waren sehr rechts angehaucht, sagen wir mal so, ja. Und da braucht er mir gar nicht erzählen hier, dass das irgendwas Gutes ist. Das war echt, die waren genau, also da hat echt Klischee hinzugetroffen, ja, von wegen, dass sie nichts in der Birne haben. Aber nun gut. Nichtsdestotrotz. Und das war, ja, also die waren echt schlimm. Ja. Die waren sehr, sehr, sehr schlimm. Da hattest du auch Schiss, wenn du die einfach mal zwei, oder mal so 3 Sekunden im Tagtraummodus mal angeguckt hattest, da wurdest du dann schon angeblafft und ja, da wurde dann einfach mal geschimpft und da wurde dir schon die derbste Prügel angedroht, noch und nöcher, und du hattest echt Lebensangst, weil die haben auch einfach nicht gescheut, dir einfach mal die Fresse zu polieren, bis du geblutet hast, also und bis du mal einen Zahn verloren hast. Und deswegen war ich eigentlich sehr froh, dass ich mit diesen Leuten nicht so lange zu tun hatte, maximal ein Jahr, ja. Und die hatten schon einige Aktionen drauf, ja. Die hatten einfach mal irgendwo, ja, Türen ausgehangen, ja, Klassenraumtüren. Dann hat der Lehrer an der Tür geklingelt und dann ist die Tür einfach umgefallen und halt so ein ganzer Firlefanz. Das ist echt, da hat man sich gefragt, Alter, was ist denn da mit den Leuten los? Echt? Zu blöd zum Scheißen, ja, aber dann hier noch die Lehrer drangsalieren. Das ist echt unglaublich. Und da frage ich mich echt, muss denn sowas sein? Moralapostel, Finger erhob, ja. Das sind doch auch nur Menschenlehrer, ja. Menschen sind doch, Lehrer sind doch Menschen, und wenn man mit denen gut auskommt, give respect, get respect, ja. Geht man davon aus. Natürlich gibt es auch Ausnahmen bei den Lehrern, genauso wie bei den Schülern, ja. So, manche Lehrer wollen auch einfach nur die Welt brennen sehen, ja. So. Guti, wo sind wir hier? In einer mongolischen Hochebene. Und unser Mana geht langsam so out of, ja. Legendärer Raptorzahn. Jetzt gebe ich uns nochmal so einen Mana-Trank. Also bis zur großen Mauer möchte ich noch gelangen. Ja, so weit möchte ich noch gelangen, ja. Dass das klar ist. Da haben wir noch einen legendären Raptorzahn. Da haben wir noch einen legendären Raptorzahn. Und das ist natürlich sehr geil, ja, dass wir hier die Hand vor lauter Bäumen nicht sehen. Nee, andersrum. Die Hand in der Nacht nicht sehen. Ja. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann, könnte man mal sagen, wa? Aber das ergibt auch nicht so wirklich Sinn. Jedenfalls nicht in diesem Zusammenhang. So. Diese Kriegsstandarte sollte dem eigentlich irgendwo Hilfe bringen oder sagen wir mal ein wenig Unterstützung. Ja, cool, dass das Ding immer noch aktiviert wird, weil da steht eigentlich bei diesen Magiern aktiviert bei wenig Gesundheit, ja, so eine komische Bombe, das gibt es auch als Artefakt, also das heißt, wenn du 25% Energie hast, also nur noch Lebensenergie hast, dann wird das Ding aktiviert und du erhältst einfach mal extrem, also dann kommt diese Welle, diese Druckwelle, und alle Kreaturen ringsherum um dich erhalten erstmal ordentlich Schaden. Ist natürlich eine coole Sache, wenn du eh darauf geeicht bist, immer so ein Roundhouse-Schaden zu machen. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier in diese komische kleine Höhle rein. In der Hoffnung, dass wir, wenn wir wieder raus sind, das Tag ist. So. La 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 la. Hallo. Wie soll einfach nur sterben? Oh, Alter, ich glaube,
Ich glaube, Freunde, mit den Armschienen kämen wir da noch ein bisschen geiler. Ich glaube nämlich, dass die Armschienen hatten nämlich Angriffsgeschwindigkeit gebracht gehabt und Feuerschaden. Bitte ich mir ein von der Spurenleser-Rüstung. Ja, aber jetzt nochmal nach Ägypten zu reisen und dort halt so lange die Tekken zu killen, bis wir da was Neues bekommen, das ist jetzt nicht so schön. So. Ich kann ja mal gucken, wie lange wir schon aufgenommen haben, wenn wir dann bei der Mauer sind. Und danach können wir ja vielleicht noch ein, zwei Taking Runs machen. Aber nicht, dass wir dann nochmal sterben. Das wäre natürlich frevelhaft, aber nur gut. Okay, so. Da haben wir den Kodex erhalten. Go, go, go. Hallo. Da haben wir noch einen Korb. Geöffnet. Da war ein Energietrank drin. Hier den Gesundheitstrank. Den brauchen wir eher. Ach, verflucht. Jetzt habe ich genau den anderen Scheiß da aufgesammelt. Na, okay. Ausnahmsweise. Oh, da ist ein Rattenkönig. Rattenkönig! So, Rattenkönig ist tot. Lang lebe der Rattenkönig. Jetzt sind wir der neue Rattenkönig. So. Und jetzt müsste Tag sein. Müsste. Müsste, sollte, hätte, wäre. Ja. Gesundheitstrank, so. So, ich glaube, hier nach rechts ging es nämlich dann zu der Mauer. Zu der großen Mauer. Die das chinesische Kaiserreich von den Mongolen schützen sollte. Okay, hier haben wir noch nichts weiter. Oh. Ah, Jeren haben wir jetzt hier. Neue Gegnersorte. Die kleinen, dicken Jeren. Der kennt sie nicht. Die halten ein bisschen mehr aus als die normalen Neandertaler. Sind aber auch nach wie vor Tiermenschen. So. Okay, gut. Ah! So. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Weil ich habe da ja noch ein bisschen was von der Karte noch nicht erkundet. Ich wollte nämlich eigentlich immer bis zum nächsten Golden Goal laufen. Damit wir wissen, wo wir jetzt hier schlussendlich stehen, wo es weitergeht und wo nicht. Das ist jetzt alles hier noch ein bisschen nach Gedächtnis, wo es weiterging, aber ob es wirklich richtig ist, keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht, I don't know. Gesundheitstrank, ein göttlicher. Da haben wir noch eine Brutmutter mit ihren Jüngeln. So, da haben wir auch noch ein Jungtier. Ist auch down. Okay, und da haben wir noch eins. Easy. Okay, jetzt wandere ich noch gleich mal zurück. Denn, wie schon gesagt, wir hatten hier noch das Lager ein wenig vergessen gehabt.
oder vernachlässigt gehabt. Da ging es nämlich noch nach unten links und nach oben links. Einfach gesagt, nach links. Da ging es einfach nochmal nach links und da gucken wir doch gleich nochmal nach. So, hier haben wir noch einen Energietrank. Jetzt müsste hier so eine UNICEF-Werbung eingespielt werden. Momentan leben nur noch 2124 Tiger. Du kannst das ändern. Ja, darüber macht man keine Späßchen, aber das hat sich jetzt gerade so angepasst, weil ich das auch ein bisschen frevelhaft finde, dass wir jetzt hier gegen Tiger kämpfen müssen. Blut gegurgelt hat, Alter. Nee, pfui, pfui Teufel. So. Oh, warte mal. Wir haben ja gar keine Paste mehr. So. Eine neue Paste angebrochen und dann passt das. Oho, dann passt das. Ah, verstanden. Paste, passt das, ja. So, hier ging es nochmal nach unten. Ich glaube, das war hier der Untotenzirkel. Ja, das war der Untotenzirkel. Da leckt mich, ihr Scheißgeister. Okay, Zombies sind down. Shut down. Hause um. So, oh, Skelette. Schon lange nicht mehr gesehen. Aber die haben auch ordentlich Geld dabei. So. Geist eines gefallenen Generals. So. Los. Ah, Stufe 63 waren wir jetzt hier leider nicht mehr. Und ich muss mich vielleicht sogar korrigieren und sagen, wir wären vielleicht sogar noch Stufe 65 in diesem Let's Play. Kann ja auch sein. Also, weil ich gesagt hatte, so großkotzig, dass wir maximal Stufe 64 wären. Aber, ja. Schätze ich einfach mal.